Hallo aus Paris und was war das für ein Wochenende mit Emmanuel Macron und Olaf Scholz, die Reden gehalten haben zum 60-jährigen Freundschaftsvertrag zwischen Frankreich und Deutschland und auf der anderen Seite dann natürlich auch der Parlamentsdebatte in der Assemblée Nationale hier hinter mir, wo ich ausgebuht worden bin von den Grünen und den Linken, als ich gesagt habe, naja, dass Charles de Gaulle und Konrad Adenauer zufällig Katholiken waren und dass dieses ganze Projekt einfach nur dazu dient, mittlerweile die deutsch-französische Freundschaft eben dazu dient, die Europäische Union auszuhöhlen und im Prinzip dort Ersatzideologien zu verankern. Es geht jetzt ja nur noch um europäische Verteidigungspolitik, es geht um Klimawandel, es geht um Migration, die massenhaft ermöglicht werden soll. Es geht darum, Abtreibung in Deutschland und Frankreich und am besten in der ganzen Europäischen Union zu legalisieren. Also genau das, was wir halt immer von Emmanuel Macron auch gehört hatten. Darum geht es hier diesen Politikern. Und insofern ist eben dieses deutsch-französische Verhältnis keines mehr, das in gewisser Weise hier dazu dient, unsere Freundschaft zwischen den Völkern und den Bürgern in irgendeiner Weise zu verbessern oder zu vertiefen. Das ist schade, aber so ist das nun mal. Und wir halten als AfD natürlich dagegen. Wir stehen für die Freundschaft der Völker untereinander und für die Freundschaft der Bürger untereinander. Wir wollen, dass der Sprachunterricht gefördert wird gegenseitig. Wir wollen, dass wir gemeinsame Kulturprojekte machen. All das ist das, was wichtig ist, was für den Austausch der Bürger wichtig ist. Aber wir brauchen eben hier keine deutsch-französischen Beziehungen, um in irgendeiner Weise anderen Ländern in der EU linksliberale oder linksgrüne oder sogar ökosozialistische Vorstellungen aufzudrücken. Ja, für mich geht es jetzt weiter nach Straßburg. Das wird nicht weniger erfreulich, denn dort tagt die Parlamentarische Versammlung des Europarats, wo wir auch schon stark linke Tendenzen feststellen. Wir haben heute die Berechtigung der deutschen Delegation angezweifelt, dort teilzunehmen, weil ja in Deutschland entsprechend eben der Bundestag eigentlich nicht nach den Kriterien des Europarats gewählt wurde. Wir wissen ja, dass in Berlin eben erhebliche Probleme bei den Wahlen existierten. Diese sind eben nicht vollständig wiederholt worden und das ist nach Europaratsstandards eigentlich undemokratisch. Deswegen haben wir gesagt, ja, dann kann ja eigentlich die deutsche Delegation eben mit den linken Mitgliedern da auch nicht wirklich zugelassen werden. Und dann wurde einfach der Antrag nicht zugelassen, obwohl er hätte zugelassen werden müssen. Also auch dort große Probleme. Dort geht es um ja, natürlich mal wieder den russischen Einmarsch in die Ukraine. Es geht aber auch um die Istanbul-Konvention, wo man eben auch Pseudo-Frauenrechte verankern will. Und es geht um viele weitere Dinge, die, wie gesagt, nicht allzu erfreulich sind und die wir aber diskutieren. Morgen geht es um die Reform des Europarats und dort werde ich mich auch zu Wort melden. Insofern eine heiße Woche, eine beschäftigte Woche, eine französische Woche und leider auch politisch sehr französisch. Naja, ich halte Sie auf dem Laufenden.